Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir machen hier heute in World of Warships weiter mit einer Erneuerung eines schon in die Jahre gekommenen Anfängerguides, und zwar die Flugzeugträger. Ich möchte auch diesen Anfängerguide hier wieder in drei Teile teilen. In dem ersten Teil hier heute schauen wir uns einmal grundlegend den Flugzeugträger an. Welche Nationen besitzen überhaupt Flugzeugträger und auf was müssen wir hier an den Parametern und den einzelnen Daten so achten, wenn wir uns für eine Nation oder einen Flugzeugträger entscheiden. Dazu möchte ich in diesem Video nachher einmal in ein Übungsmatch reingehen und euch das grundlegende Gameplay von einem Flugzeugträger nahebringen. Mein zweites Video, was ich noch diese Woche hochladen werde, das handelt dann von den einzelnen Unterschieden der Nationen in dem Flugzeugträgerbaum. Also da mache ich dann so Side-by-Sides-Videos, dass ihr genau sehen könnt, wie unterscheidet sich der Anflug zum Beispiel mit Torpedo oder mit normalen Bombern oder mit Schlachtflugzeugen, sodass ihr nachher es einfacher habt zu entscheiden, welche Nation ihr vielleicht spielen möchtet. Mein dritter Teil, den ich hochladen möchte, der handelt denn eigentlich nur von Gameplay-Szenen bzw. eines kompletten Gameplays, in dem ich dann einfach mal ein bisschen erzähle, wie ich denn mit diesen Flugzeugträgern so unterwegs bin. Also hier jetzt im ersten Teil schauen wir uns erstmal die Nationen an. Im Forschungsbaum finden wir die Flugzeugträger immer auf der rechten Seite und wir fangen bei den Japanern an. Die Japaner und die USA sind die beiden ältesten Nationen hier in diesem Spiel und die beiden besitzen auch einen kompletten Baum für Flugzeugträger. Das Besondere an diesem Baum, allgemein bei Flugzeugträgerbäumen, ist einfach, er beginnt ab der Stufe 4 und wir haben erst alle zwei Stufen einen neuen Flugzeugträger. Das ist mir persönlich eigentlich recht lieb gewesen, also ich fand das sehr gut. Diese Entscheidung, denn wenn man so einen Flugzeugträger erstmal ausgebaut hat, dann ist man heidenfroh und möchte damit auch erstmal ein paar Runden spielen. Bei Flugzeugträgern allgemein ist das echt schwer, an der Spitze von so einer Tabelle zu kommen und dementsprechend viel Erfahrungspunkte abzugreifen. Dementsprechend tut das ganz gut, wenn man einfach ein ausgebautetes Schiff hier noch einige weitere Runden spielen kann, bevor man das nächste kauft und das nächste wieder ausbaut. Am Endeffekt müssen wir zwar dieselbe Erfahrungspunktezahl sammeln, aber wir sparen uns das Ganze ausbauen. Und beim Flugzeugträger merkt man auch gar nicht allzu doll den Unterschied, wenn man absolutes Low-Tier gegen irgendwelche High-Tier-Schiffe kämpft. Natürlich ist hier eine Ruchio gegen eine Cleveland auf Stufe 8 immer noch sehr heikelig und auch sehr schwierig. Da muss man natürlich aufpassen, aber insgesamt kann man sagen, mit dem Flugzeugträger ist es ertragbar, wenn man einfach dort das schwächste Schiff von der Tierstufe in einem Match ist. Wir sehen hier die nächste Nation, das sind die USA. Die USA kommt hier mit der Langley, der Ranger, der Lexington und der Midway daher. Das sind alles Namen, die man auch irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen in Verbindung setzen kann. Gerade die Lexington und die Midway sind schon sehr bekannt. Bei den Japanern haben wir hier mit der Hoshio, Ryuchio, Shokaku und der Hakuryu nicht allzu große Titel drin. Allerdings jeder, der sich so ein bisschen mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des Pazifikkrieges auskennt, der wird schon die Shokaku und auch die Ryuchio hier und da bekannt sein. Die dritte Nation, die wir hier haben, mit einem ganz regulären Baum, das sind die Briten. Und zwar fangen wir hier mit der Hermes an, geht weiter über die Furious, dann auf Stufe 8 die Implacable und am Ende die Audacious. Der britische Baum ist auch der Baum, für den ich mich nachher entschieden habe. Und wieso, das erkläre ich gleich noch ein bisschen im Einzelnen. Wir gehen hier einmal zurück in den Hafen und schauen uns jetzt einfach mal allgemein so einen Flugzeugträger an. Und auf was man da so auf Werte achten kann. Ich erzähle ja immer ganz gerne, wenn ich über Schiffe rede, über die unterschiedliche Ballistik. So ein Schiff hier, zum Beispiel die Kreml, die hat natürlich eine gewisse Panzerung, einen gewissen Wendekreis. Ihre Kanonen haben eine gewisse Ballistik und Durchschlagskraft. Das Ganze macht nachher ein Paket, das man einfach mögen sollte, wenn man sich dieses Schiff jetzt hier erspielen will. Das Gleiche haben wir aber auch bei den Flugzeugträgern. Doch auf was achten wir denn da? Wir sehen hier in allererster Linie einmal die Flugzeuge. Die restlichen Werte wie Panzerung, Überlebensfähigkeit, Artillerie, Flugabwehr, die sind so ziemlich identisch mit den Werten, die wir auch von den normalen Schiffen her kennen. Aber die Flugzeuge, das ist nun mal das Besondere. Und hier, das ist wie bei den Kanonen von den Schiffen,
gibt es sehr, sehr feine, aber sehr, sehr wichtige Unterschiede. Ich rede jetzt mal hier ein bisschen von den Briten. Die Briten haben einfach recht langsame Flugzeuge jetzt im direkten Vergleich, aber das schauen wir uns im zweiten Teil eh nochmal genauer an. Aber ich greife das schon mal vor. Wir haben hier recht langsame Flugzeuge. Wir sind hier schon auf Tier 10 und wenn ich hier einmal die Registerkarte aufrufe für die Schlachtflugzeuge, dann sehen wir hier eine Reisegeschwindigkeit von 140 Knoten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 Knoten. Warum haben wir hier unterschiedliche Geschwindigkeiten? Ganz einfach, Flugzeuge besitzen einen Motorboost. Das ist etwas sehr Wichtiges in diesem ganzen Spiel mit Flugzeugen. Da werde ich mal ein paar Szenen einblenden, damit ihr das seht, was das denn genau macht. Das ist so ein Balken auf der linken Seite mittig, der uns einfach anzeigt, dass wir für eine gewisse Zeit entweder die Motorleistung erhöhen können und damit auch unsere Reisegeschwindigkeit. Oder im Gegenteil, wir können auch das Flugzeug abbremsen und damit eben halt schärfere Kurven fliegen, engere Kurven, um eben halt dementsprechend noch vernünftig unsere Ziele angreifen zu können. Da müssen wir natürlich auch darauf achten, wie lange wir diesen Motorboost einsetzen können. Das ist die sogenannte Motorboost-Dauer. Die beträgt hier bei den Schlachtflugzeugen meistens eine sehr kurze Zeit, eigentlich nur wie hier jetzt 6 Sekunden. Wenn wir uns da mal andere Flugzeuge angucken, dann sehen wir hier zum Beispiel 22 Sekunden und bei den Bombern auch 22 Sekunden. Also die Schlachtflugzeuge, da ist der Motorboost einfach sehr, sehr eng begrenzt, aber Schlachtflugzeuge neigen einfach dazu, sehr wuselig zu sein. Also sie sind recht agil, man kann mit ihnen sehr enge Kurven fliegen, man kann einfach sehr kurzfristig abbremsen, denn wir haben hier bei der Motorboost Dauer müssen wir auch die Ladezeit beachten, also wie lange dauert es, unseren Motorboost wieder komplett aufzuladen. Und der liegt hier nur bei 11 Sekunden. Bei den anderen Flugtypen haben wir hier schon 44 Sekunden, das ist bei Weitem mehr. Das heißt, ein Schlachtflugzeug lässt sich einfach kurzfristiger entscheiden und lässt sich kurzfristiger auch Angriffe durchführen. Das eignet sich besonders gut eben halt, um zum Beispiel Zerstörer zu jagen. Denn im richtigen Gameplay ist das so, dass wenn wir einen Zerstörer entdeckt haben, wir eigentlich schon viel zu dicht dran sind, um eben noch einen Angriff fliegen zu können. Mit den Schlachtflugzeugen ist das aber durchaus noch möglich, beziehungsweise wir können dann einfach eine vernünftige Kurve fliegen und dann kurzfristig noch Korrekturen gegenüber den Zerstörer ausführen und dann den Zerstörer vernünftig angreifen. Allerdings, und das will ich hier schon mal betonen, Schlachtflugzeuge sind nicht nur gegen Zerstörer gut. Alle unterschiedlichen Typen kann man auch für alle unterschiedlichen anderen Schiffsklassen einsetzen. Wer gut ist, der schafft es auch mit Torpedobombern durchaus einen Zerstörer zu one-shotten. Wer gut ist, der schafft es auch mit einer richtigen Bomberladung Zerstörern den Gar auszumachen. Man muss einfach nur sehr viel üben und das meine ich wirklich sehr viel üben, weil das Ganze ist eigentlich ein komplett anderes Gameplay, als wir das mit den Geschützen kennen. Das werden wir hier auch schon noch in einem Übungsmatch ein bisschen uns genauer angucken können. Einmal ganz kurz zu den unterschiedlichen Typen von den Flugzeugen. Wir haben hier also Schlachtflugzeuge, Torpedobomber und Bomber. Wenn man darüber allgemein was sagen will, ja, das wird hier nicht so deutlich bei den Briten. Man kann aber sagen, die Schlachtflugzeuge haben in der Regel eigentlich die höchste Reisegeschwindigkeit. Zumindest bei den Amerikanern und bei den Japanern. Dann haben die Torpedobomber meistens die langsamste Reisegeschwindigkeit. Aber ihr seht hier schon, ich habe hier auch einige Module drin, bei den Briten trifft das nicht ganz zu. Wir haben hier bei den Briten eine Reisegeschwindigkeit von 140 Knoten und bei den Torpedobombern von 142 Knoten sogar und bei den anderen Bombern auch 142 Knoten. Das liegt einfach auch ein bisschen daran, wie die einzelnen Nationen die unterschiedlichen Flugzeugtypen hier verwendet und was die an Zuladung, an Gewicht und so mit sich führen. Und daraus resultiert dann nachher einfach so ein eine Gesamtreisegeschwindigkeit oder auch eine Trägheit der Flugzeuge, wenn wir dann unterwegs sind. Aber Schlachtflugzeuge, wir gehen mal hier auf die Ranger, da sieht man das einfach sehr klassisch. So. Da sehen wir hier die Schlachtflugzeuge 153 Knoten. Ja, und dann wenn wir dann hier weiter gucken, die Torpedobomber 112 Knoten, also schon wesentlich langsamer. Und die Bomber, die liegen meistens irgendwo dazwischen. Das gleiche ist aber auch mit der Trefferpunktezahl. Wir haben hier bei den Schlachtflugzeugen meistens die geringste Trefferpunktezahl. Und dann kommen die Torpedobomber und die Bomber mit weitaus höheren Trefferpunktezahlen daher.
Das hängt einfach damit zusammen, dass wir mit diesen Flugzeugen auch meistens einen viel längeren Anflug haben bzw. viel weiter vorausdenken müssen, um eben halt diesen Angriff richtig zu setzen. Ihr habt schon gesehen, bei der Audacious ist das nicht ganz so offensichtlich mit dieser ganzen Vergabe. Und das ist etwas, was mir besonders gut gefällt an diesem Schiff. Wir haben hier fast überall identische Reisegeschwindigkeiten und vor allem haben wir hier überall fast die gleiche Anzahl an Trefferpunkte und die sind enorm. Dafür sind die Briten einfach bekannt, ihre Flugzeuge halten einfach die am meisten aus, eine ganze Menge halten die aus und dementsprechend können wir uns auch eben gegen Schiffe wie zum Beispiel eine Des Moines oder eine Worcester länger behaupten. So, wenn wir uns jetzt hier also die einzelnen Flugzeugtypen mal so angeguckt haben, dann wird schnell klar, dass das Ganze schon hier sehr differenzierbar ist. Die Japaner, die Amerikaner und die Briten haben alle unterschiedliche Flugzeuge, auch auf den einzelnen Tierstufen unterschiedliche Flugzeuge, die sich alle unterschiedlich fliegen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, schon mal zu erleben, wie sich das Ganze aufbaut und wohin denn die ganze Reise hier geht. Das nächste ist, wenn wir uns einmal anschauen, was man so einen Flugzeugträger noch alles ausrüsten kann. Da gehen wir mal kurz auf die Module ein, damit ihr mal einen Blick bekommt, was denn hier so anklickbar ist. Wir sehen also, hier können wir jetzt sehr speziell auf unsere eigenen Bedürfnisse eingehen. Wir haben hier so allgemeine Sachen, die wir verbauen können, um einfach die Zeit zu reduzieren, die die Flugzeuge brauchen, um zum Flugzeugträger zurückzukehren. Dann können wir hier zum Beispiel allgemein sagen, okay, der Motorboost hält 10% länger. 10% ist hier jetzt bei Weitem nicht die Welt, aber hier geht das schon langsam los mit unserer Spezialisierung. Also, wenn wir zum Beispiel liebend gerne Torpedobomber spielen, liebend gerne normale Bomber spielen oder Schlachtflugzeuge, haben wir jetzt schon die Möglichkeit, unser Flugzeugträger genau dahingehend weiter auszubauen. Ich kann hier zum Beispiel die Zeit erhöhen, die Angriffsdauer, sehen wir gleich noch in dem Trainingsmatch, was die Angriffsdauer ist, die kann ich hier zum Beispiel erhöhen, um einfach mit meinen Lieblingsflugzeugen besser zielen zu können. Ich kann meine Lieblingsgeschwader hier einfach die Trefferpunktezahl erhöhen, je nachdem, was mir denn am liebsten gefällt. Oder eben halt, ich kann hier wieder ein bisschen allgemein Dinge auswählen. Da kann ich wählen, mag ich es lieber, meinen Flugzeugträger versteckt zu halten oder nehme ich hier vielleicht etwas Offensiveres, um die Wartungszeit zu reduzieren. Und hier zum Schluss können wir dann auch nochmal ein bisschen wählen für Geschwindigkeiten oder eben halt allgemein mehr Trefferpunkte. Also ihr seht, ich habe hier weiter auf die Trefferpunktezahl gesetzt, um einfach die Flugzeuge ein bisschen stärker, was ihr Durchhaltevermögen angeht, ein bisschen stärker zu machen, um eben halt auch kleinere Fehler besser verzeihen zu können. Das sind so ein bisschen die Module, aber auch bei den Kapitänen habt ihr vielleicht hier und da schon einfach mal ein paar Dinge gesehen, die man durchaus für mehrere Sachen verwenden könnte. Also hier zum Beispiel verwende ich jetzt gerade beschleunigte Flugzeugwartung, um einfach die Wartezeit zu reduzieren. Ich habe hier bei den Briten zumindest momentan Torpedobeschleunigung drin, weil die Torpedogeschwindigkeit der abgeworfenen Torpedos einfach sehr, sehr langsam ist und die Reichweite bei so einem Bomberabwurf gar keine so große Rolle spielt. Wenn man daneben geworfen hat, ja, dann bringt das auch nichts, wenn sie da, ich sag mal, 3-4 Kilometer weiter schippern. Dann habe ich hier momentan noch mehr drin, die Flugzeugpanzerung zu erhöhen. Genau, dadurch erleiden sie weniger Schaden von der Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Also noch mehr gepanzert, die Flugzeuge. Und dann habe ich hier unten noch ein bisschen die Zielerfassungszeit erhöht, um einfach mehr Genauigkeit in das Ganze hineinzubringen. Wir können hier aber auch noch eine ganze Menge andere Sachen mit den Kapitänen skillen, die alle gar nicht so schlecht sind. Ich will hier nur mal zum Beispiel etwas nehmen wie Sprengmeister, das kennen wir ja eigentlich auch von Kreuzern und Zerstörern, macht aber hier durchaus auch Sinn, um eben halt die Brandwahrscheinlichkeit von unseren Bomben zu erhöhen. Dann können wir hier zum Beispiel die allgemeine Fluggeschwindigkeit unserer Staffeln erhöhen, was auch sehr sinnvoll ist, denn wenn wir schneller unser Ziel angreifen und schneller von unserem Ziel davonfliegen können, dann sind wir einfach weniger Zeit dem Flakfeuer ausgesetzt und nehmen insgesamt auch einfach weniger Schaden. Also ob ich jetzt nur meine Geschwindigkeit erhöhe, im gleichen Zuge aber weniger Panzerung habe, kommt im Endeffekt das Gleiche bei raus, wie wenn ich viel Panzerung bzw. Lebenspunkte habe, aber eine langsame Flugstaffel. Das ist einfach Geschmackssache und muss man einfach vernünftig abwägen.
Ihr seht hier also noch ein paar andere Modifikationen, die wir hier mit dem Kapitän so nach und nach machen können. Empfehlen würde ich auch, wenn man zum Beispiel im Ranked oder so unterwegs ist, auf jeden Fall Tarnungsmeister. Für normale Matches brauche ich das momentan nicht. Man muss einfach frühzeitig gucken, wohin sich das Match entwickelt und rechtzeitig den Flugzeugträger auch in Bewegung setzen. Einfach nur irgendwo dumm in der Ecke rumstehen, das macht einfach keinen Spaß mit dem Flugzeugträger. Also man muss da auch schon ein bisschen umherfahren. So mal gerade bei den Briten und ihrer langsamen Reisegeschwindigkeit es auch sehr sinnvoll ist, den Flugzeugträger mal ein bisschen weiter an die Front zu schieben. Solange wir immer noch Inseln haben, hinter denen wir uns verstecken können, ist das Ganze auch relativ ungefährlich. Ich besitze hier in meinem Portfolio noch zwei weitere Flugzeugträger und das ist der neue britische Flugzeugträger auf Tier 8, die Das ist ein sehr spezieller Flugzeugträger, der einfach sehr viel Spaß macht. Der hat keine Torpedos an Bord, sondern nur Bomben und nur Raketen. Und ich besitze hier noch die Graf Zeppelin in der Black Edition. Das ist eigentlich ein Flugzeugträger, der so ein bisschen ja, auf sehr, sehr schnelle Flugzeuge setzt und eben halt hier und da wieder sehr eigenwillige Raketen zum Beispiel an Bord hat. Das Ganze macht aber einfach sehr viel Spaß, weil dieser Flugzeugträger sich einfach so grundlegend davon unterscheidet, zum Beispiel mit der Audacious. Die liegen, also weiter voneinander können die gar nicht entfernt liegen vom Spielstil her und das ist einfach sehr schön, das Ganze denn vernünftig auszuprobieren. Aber ich würde jetzt sagen, wir gucken uns einfach mal ein paar Matches jetzt hier im Übungsgefecht an. Mal gucken, ich glaube, ich schmeiße mir mal hier eine Yamato vor die Füße und gehe die ein bisschen an, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie das allgemeine Gameplay denn ist. So, und da befinden wir uns dann auch in einem Übungsmatch. Das Ganze hier gegen eine Yamato, die sich nur bewegt, allerdings keinerlei Waffen anhat, auch keine Flugabwehr. Somit können wir hier also ganz entspannt um dieses Schiff herumkreisen und ich kann euch nach und nach ein paar Dinge zeigen. Wenn das Match beginnt, dann steht euer Flugzeugträger einfach nur so da und wir können hier mit der Taste M einmal in die taktische Karte wechseln. So sah das ja früher eigentlich permanent aus, wenn wir Flugzeugträger gespielt haben. Doch jetzt ist diese Ansicht hier nur noch dazu da, um unser Flugzeugträger in eine gewisse Richtung zu fahren. Das heißt, wir können jetzt hier mit der linken Maustaste überall Markierungen setzen. Wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, die Shift-Taste gedrückt halte, dann können wir hier auch ganze Kurse setzen und wir sehen hier auch mit der Kurve angezeigt, wie der Flugzeugträger denn in der Realität sich auch bewegen wird. Das ist sehr praktisch, denn können wir nämlich auch so sehr schön um Inseln zum Beispiel uns herum navigieren. Als nächstes sehen wir hier unten links unsere Geschwindigkeit und die kann ich hier genauso einstellen wie mit allen anderen Schiffen, also mit W und S kann ich die Reisegeschwindigkeit von meinem Flugzeugträger einstellen und da achtet bitte immer darauf, dass ihr hier volle Leistung habt. Ich sehe immer wieder Flugzeugträger, die hier mit 1/4 Geschwindigkeit versuchen zu fliehen und das ist dann nicht so schön. Ich finde ja allgemein hier, die Audacious ist schon ein echter Klopper, ein echter Wolle-Pop, aber schön eigentlich anzugucken hier in dieser leicht grünlichen Lackierung. Als erstes starte ich hier einmal die Schlachtflugzeugstaffel, das wollte ich sagen. Ihr seht, die Audacious verwendet erstmal für alle Staffeln dasselbe Flugzeug. Das ist eine Fury, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Eine Sea Fury, glaube ich, müsste das sein. Die war halt sehr markant, weil sie vorne Doppelrotorblätter hatte, die gegenläufig laufen. Und dieses Flugzeug hier verwendet sie für alle, für Bomber, für Torpedos und für Schlachtflugzeuge, also hier mit Raketen. Dementsprechend sind die Daten auch immer ähnlich. Also wir haben hier mit den Flugzeugen immer ähnliche Kurvengeschwindigkeiten. Also hier mit D und mit A können wir jetzt hier die Kurven fliegen und mit der Maus können wir hier die Kamera bewegen. Halte ich die rechte Maustaste gedrückt, kann ich frei die Kamera bewegen. Wenn ich sie loslasse und nur so leicht die Maus bewege, können wir auch hier ganz leichte Korrekturen mit den Flugzeugen vornehmen. Ich benutze jetzt nicht die Tastatur, sondern nur die Maus. Und wenn wir jetzt die Taste W drücken, dann sehen wir hier den Motorboost. Links der grüne Balken, der sich verbraucht. Wenn ich loslasse, dann regeneriert dieser Motorboost wieder. Und so können wir mal kurzzeitig auf hohe Geschwindigkeiten setzen oder im Gegenteil, wenn ich die S-Taste gedrückt hatte, mal kurz abbremsen. Und wozu jetzt das Abbremsen? Das werden wir gleich einmal sehen, wenn ich hier
die Yamato angehe. Also hier mit den Schlachtflugzeugen gehe ich jetzt einmal auf die Yamato rauf und dann sehen wir vielleicht auch gleich, dass Schlachtflugzeuge nicht unbedingt nur für Zerstörer gut sind, sondern auch an einem so großen Schiff können wir hier 5600 Schadenspunkte verursachen. Und wenn ich jetzt einen ganz engen Haken schlagen will, dann drücke ich hier die S-Taste, lenke die Flugzeuge ein, drehe fast auf der Stelle, gehe wieder in den Angriffsmodus, das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Also wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte, starte ich den Angriffsmodus und dann lösen sich eine kleinere Gruppe, also lösen sich ein paar Flugzeuge von der Hauptflotte und die kann ich dann direkt lenken und in den Angriff hineinlenken. Wir sehen hier bei den Briten sind die Schlachtflugzeuge so organisiert, dass wir hier sehr, sehr viele kleine Raketen starten. Andere Nationen, die starten viel, viel weniger Raketen, aber dafür einfach welche, die viel mehr Bums haben. Dann haben wir welche, die mehr anzünden oder auch mal mehr durchschlagen. Jetzt starten wir einmal die Bomberstaffel. Das tue ich übrigens, indem ich die 1, 2 oder 3 drücke. Einmal mit einem Doppelklick drauf. Wir sehen hier dasselbe Flugzeug und die Geschwindigkeiten und die Manövrierfähigkeiten sind dementsprechend auch sehr, sehr ähnlich. Wir gehen jetzt wieder die Yamato an. Wir sehen hier, der Balken für den Motorboost verbraucht sich allerdings viel geringer. Also ich kann hier länger schnell fliegen oder auch länger die Bremse benutzen. Bei den Bombern muss man das Schiff dann doch schon ein bisschen genauer angehen. Da empfiehlt es sich, ein Schiff in die Längsrichtung zu nehmen, entweder von vorne oder von hinten. Am besten immer von vorne direkt anfliegen, weil ihr dann weniger Zeit in dessen Flakbereich euch aufhaltet. So sieht das Ganze aus und jetzt werfen wir hier einmal direkt ab. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass die Yamato komplett steht, aber da sehen wir den ganzen Bombenteppich und das waren auch mal eben wieder 9000 Schadenspunkte und mal eben 2 Brände gelegt. Also ihr seht, so ein Flugzeugträger kann durchaus Schaden verursachen. Jetzt gehen wir das Ganze von vorne an, starten hier wieder die Bomberstaffel, die Bomber ziehen hoch und das ist etwas sehr Besonderes, gerade für die britischen Flugzeugträger. Die anderen Nationen, die machen ganz andere Manöver, das sieht ganz anders aus und hier sehen wir, das Ganze kann auch mal ein bisschen in die Hose gehen. Jetzt wenden wir die Staffel hier wieder einmal auf der Stelle mit der gebremsten S-Taste, greifen die Yamato wieder von hinten an. Wie gesagt, die Flak ist deaktiviert, um euch jetzt hier ganz in Ruhe das Ganze mal erklären zu können. Und hier sehen wir wieder einmal den grünen Bereich über das Schiff bringen, warten, bis die Bomben einschlagen. Das sieht natürlich schon sehr spektakulär aus. Und zum Schluss starten wir jetzt die Torpedo-Staffel von der Audacious. Und hier ist nun mal eine Besonderheit von den Briten, dass wir sehr, sehr spontan die Torpedos abwerfen können. Die Torpedos haben hier keine hohe Reichweite, aber wir können einfach sehr, sehr spontan noch die Richtung ändern. Und die Torpedos, die wir abwerfen, die können wir auch sehr, sehr präzise zielen. Also ich gehe das Flugzeug so gut es geht von der Seite an, am besten leicht schräge von hinten. Jetzt starte ich hier wieder in den Angriffsmodus. Wir sehen hier vorne, dass der ganze Zielbereich sich vorne zusammenzieht und das ist das Besondere. Und ich kann hier sogar noch lenken und trotzdem bleibt dieser Zielmodus sehr, sehr präzise. Ja, die Torpedos waren jetzt nicht weit genug vorgehalten. Yamato macht schon gute Fahrt. Da hätte man viel, viel weiter vorhalten können. Aber der Winkel, aus dem ich jetzt komme, ist sowieso der beste Winkel, um Torpedos abzuwerfen. Da gehen wir jetzt hier auch schon direkt rein. Die Yamato dreht sogar ab. Sehr, sehr schön. Ich bremse jetzt hier, halte die Maus still, bremse einmal ab und schmeiße die Torpedos jetzt hier parallel zur Yamato. Und da dürften wir eigentlich schon beobachten, dass alle drei Torpedos nach und nach treffen werden. Da ist der erste, die Yamato dreht weiter ein. Da hittet der zweite. Ja, und der letzte Torpedo, gut, der kommt an der Seite noch vorbei. Aber ihr seht, der Schaden. Wir haben Wassereinbruch verursacht, da kommt er nicht mehr raus und dann ist das Match hier schon gewonnen. Ich wollte euch hier einfach nur ganz kurz schon mal zeigen, wie das allgemeine Gameplay denn ungefähr aussieht. In der nächsten Runde, da zeige ich euch jetzt mal, wie die einzelnen Nationen das Ganze dann angehen und dann sehen wir hier mal so nebeneinander gehalten die einzelnen Angriffsmuster. Das Ganze ist so ein bisschen für etwas Fortgeschrittenere. Also bis zum zweiten Teil, bis dann, ciao, ciao.